Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Schrauber-Channel. Ein weiteres Hobby von mir ist das Suchen und Besuchen von sogenannten Lost Places, also Orte, an denen schon seit längerer Zeit nicht mehr aktiv von Menschen gearbeitet wurde, zum Beispiel verlassene Fabriken oder wie jetzt hier zum Beispiel ein Artilleriewerk der Maginot-Linie in Frankreich. Entschuldigung. Es handelt sich hier um eine der 10 größten Anlagen, die jemals gebaut wurden. Sie besteht aus 9 Kampfblöcken und 2 Beobachtungsblöcken und war mit 7,5 cm Kanonen, einer 13,5 cm Haubitze und einem 8,1 cm Granatwerfer sowie Zwillingsmaschinengewehren bewaffnet. Alles, wo wir hier drin sind. Am Versorgungstrakt, da sind wir ja sauber dran vorbeigelaufen. Ich hoffe, du findest die Anlage genauso interessant wie ich. Und ab und zu werde ich mich zwischendrin mal melden und irgendwelche genaueren Infos zu bestimmten Dingen geben. Ich wünsche dir viel Spaß. Top, da sind wir gut am Kreis gelaufen. Erik, dein Part. Ja. Gell, Erik, rasch nur kurz aus, bitte. Wir kommen hier nie mehr raus. Neuner Bieren. Wären wir das letzte Mal gerade ausgelaufen, ne? Hätten wir direkt in der Hauptstadt gestanden. Ja. Wie immer. Da sind wir doch. Wir sind doch da lang gelaufen. Ja, 2 Meter rin und dann zurück. Die Größe der Anlage ist wirklich schier unglaublich. Allein der Hauptstollen ist fast 2 Kilometer lang und darin kann man sich echt schnell verlaufen. Ja, ist nichts Besonderes. Da kommen wir auf dem Rückweg auch vorbei. Jo, ist schon bei 50%. Aber ich kann es laden, alles gut. Für alle von euch, die auch mal auf solche Erkundungstouren gehen wollen, es ist wirklich lebensrettend und kann lebensrettend sein, wenn ihr ein Gasmessgerät, wie ich es hier habe, dabei habt. Man weiß nämlich nie, wie die Luft da unten ist. Mein Messgerät kann zum Glück so ziemlich alle wichtigen Dinge feststellen. Es misst Kohlenmonoxid und Kohlendioxid, die Sauerstoffkonzentration sowie Schwefelwasserstoff und die Konzentration an entzündlichen Gasen wie Methan. Die Frage, was ist da denn? Ne? Eine Rohrleitung. So ähnlich enger Gang wie am Anfang. Ne? Ja. Noch enger. Hat eben schon fast vom Bauer erwischt, Ken. Dem sein Hund hat auf immer angeschlagen, als wir bei dem über den Hof gelaufen sind. Das ist halt das Risiko, ne? Munition, ja. Das heißt, wenn du in die Schiene noch gehst, kommst du an den Aufzug. Da, guck mal, das, da ist ein Munitionskorb. Das ist eine Rutsche von oben nach unten und da sind die Hülsen, die leeren rauskommen. Die dir packst du nicht. Die ist... Oh ja. Ach, wie geil. Da sind die leeren Hülsen, sind da runtergekommen. Du musst da hinten dran, guck mal, da kannst du die Schiene nach innen stellen. Die noch gehen. Also drüben ging man noch eine Weiche. Geil. Nein, die ist nicht. Weichesystem für die Dachkran. Deckelkran. Da, ja, da ist der Luftzug, da ist die Treppe noch. Warum, er hat doch gerne die Kurbel gefunden. Ja. Ah ja. Jetzt sogar noch. Hängt noch was dran, ne? Doch. Ja, die Kette ist ab. Ah, die Kette ist ab. Ja. Ja, da kannst du wahrscheinlich ein Stück der Luftzug von Hand kurbeln. Ja, krass. Vor allem die Fettung. Oh, was eine Schaltung. Die ist gut geschmiert, würde ich mal behaupten. Also Leute, merken euch, wenn euer Zeug immer gut schmiere und pflege, dann hält das auch 50 Jahre. Außer Scheißhäuser, die halten immer lang. Da hoch geht's in die Kampfräume, ja.
Aber ich weiß nicht, ob das da Artillerie war. Alles wie so ein Wasser da. Hier sieht man schön einen der oberen Kampfräume mit Belüftungsanlagen für das Geschütz. Und diese riesige Gerätschaft war dazu da, um die Kuppeln oben, in denen die Geschütze eingebaut waren, zu heben und zu senken. Und wie man hier sieht, kann man die auch manuell bewegen und steuern. Oh, geht noch was? Komm ich mal durch. Umdrehung scheint das dort zu sein, oder? Ja, das dort ist die Schaltung zwischen manuell und Automat, ja? Das dort ist jetzt einfach breit. Geil, ich will doch hoch. Ja, ich sehe es. Ich glaube, es ist nichts schon. Ja? Da oben, guck mal, da geht's. Da wird er hoch. Ach du Heilige. Ich werde eigentlich schon sehr angeraten. Da passt du nicht durch. Alter, was ein Zahnrad. Die Leiter ist noch mit. Immerhin kann man hier im Gegensatz zu dem anderen. Alter, was eine Kette. Zeig mal rein. Ey! Ich glaub, der hat ein bisschen noch gemacht. Ja, Alter, da war das. Kleines Zahnrad. Ja, ja, so ein kleines Drehgrenzchen. Jo. Probisch. Kann ich dir haben rumleihen? Immer. Die Leder hört irgendwie auf, ne? Ey, pass auf. Die andere Seite steht da hin und wenn du da mal hochguckst, da an dem Turm vorbei. Ne, bei der rechts. So, jetzt das war noch. Ah ja, oh ja. Da würde ich gerne mal hin. Da hinter den Gang hoch. Am Ende des Ganges. Also, dackeln wir nochmal runter. Ich warte nicht, ob das gleich noch Franzose vor mir stehen. Und ich nur mal denke, der Nils hat was gesagt. Okay, Nils. Gut. So, jetzt laufen wir hier in welche Richtung? In die richtig. Ja, das sind die MG-Türme, Beobachtungskuppeln. Ja, ich habe einen A-Tropser gehört. Eine Tür! Oh mein Gott. Ah ne, das ist das A-Kleiner, ich sehe einen indischen Munitionscontainer. Brauchen wir gar nicht hochzugehen. Ja, kein Problem. Ja, das ist kleiner. Das ist schon mal so ein geiler E-Raum.
Ich verstehe nicht, was das war. Das sieht aus, als wäre Elektromotor an einem Elektromotor gewesen. Ja. Freie Energie. Genau. Da ist Gas mit dem Sack. Das ist mal Leistungsschalter. Der hat geschaltet. Und welcher Wasser geschaltet hat? Leistung. Genau, gut, da ist er drauf. Oh. Ah, da ist auch noch ein Schalter. Der geht. So, ey. Kannst du so machen, dass er mal geht, wenn der Deckel zu ist. Guck mal, der Arsch weg. Alter, alles gut. Da gab es warm Wasser. Und da gab es Wasserbombe. Gab es hier bestimmt auch Wasserbombe-Tank? Das ist auch so geil. Das ist alles nicht ganz so klein. Komm, Eddie. Kannst du alles näher auf dem Video angucken? Ja. Nix, nix, alles gut. Richtig frische Luft. Oh. Oh. Und auf geht's, komm. Oh. Okay. Erik, Suchscheinwerfer, jetzt! Oh. Ei. Komm, wir gehen erstmal den anderen hoch. Oh. B1. Das ist wahrscheinlich der erste Block. Oh, B1. Gehen wir nachher noch hin, mal gucken, wo was da ist und dann. Ja, ne? Oh, jetzt kriege ich sogar mal den ganzen Raum drauf. Das letzte Mal habe ich da nur so gerne Probeschnitt drauf gehabt. Oh, da ist ein. Da steht der rechts von einem Bett. Und von einem Waschbecken halt ein Stück. Ja, aber nicht mehr viel. Nee, du musst nur sammeln. Da ist ein Bilder an der Wand, Alter. Ach, geiler Shit. Das sieht aus wie Kapell. Guck mal. Geil. Ja. Das ist aus moderner Technik. Ja, naja. Dann tappen wir mal auf B1, das wird ja wahrscheinlich die Artillerie gewinnen will. Das ist das letzte, also ganz, ganz vorne. Nur das sind da. Aber furzt trocken, ne? Alter.
Doch, da geht. Oh. Kein. Jetzt wird's strange, Alter. Kein Luftzug. Das sieht nicht aus, als wäre es noch fertig gefahren, oder? Nein. Bleib überall stehen in den Ingang. Als hätte er ihn zugemauert. Hm, da geht's weiter. Guck mal da, da steht B. Da hinten dran. Da geht's nicht weiter. Da steht B. Leider handelt es sich hier um das Ende der Anlage. Auf dem Rückweg haben wir allerdings noch die Generatoren gefunden und den Mannschaftsbereich, in dem wir vorher schon waren, besser untersucht. Das Ganze möchte ich euch dann gerne nächste Woche in einem zweiten Teil dieser Serie zeigen. Ja, ich will doch in. Wahrscheinlich sind das hier richtig interessant. Das ist so. Unser Leiden noch ungefähr alles: alle Gewehre, ja. Tote Nazis. Du bist ein toter Nazi, Alter. Kino der Toten, ne? Bleib jetzt da. Komm, Digga, marsch rüber. Ich guck einfach mal um die Ecke. Achso, das hat gut aus. Guck mal, wie der verschwitzt ist. Ja. Da ist nix. Digga, da ist nix. Das ist einfach nix. Das ist jetzt. Keine Ahnung, noch ein halber Meter her als meine Arme und. Nee, wir wollen das Ganze nicht. Sieht da nicht mehr links. Das ist doch seine Scheiße. Da her in die Schiene war auch auf, ne? Ja, da haben sie auch nicht weitergemacht. Ich bin an den Bunker oben wieder jetzt langs gelaufen. Das war beileibe noch nicht alle, doch noch zwei, drei gefehlt. Ja, ja. Ich würde aber das. Achso, das riecht doch immer gleich anders. Es ist super toll, die Atmosphäre ist super und es ist super toll. Und was haltest du davon, wenn wir hier ein Hotel hinbauen würden? Ich wäre absolut dabei. Ich wäre aber hier für so eine Art. Das ist so ein Trainingshaus für E-Sport. Hier ist nämlich immer kalt und hier riecht mal die Schwitzschreine nicht. Damit sind wir dann leider schon am Ende dieses Teiles angekommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schreib doch einfach mal in die Kommentare, was dir am besten hier unten gefallen hat. Und vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du den nächsten Teil mit den Generatoren und dem Mannschaftsbereich auch nicht verpasst. Ich sag dann einfach mal Tschüss, dein Schrauber-Channel.